Für die Kreisel-Challenge habe ich noch ein paar Tipps für euch. Und zwar Tipp Nummer 1. Die Größe des Kreisels ist nicht egal. Also probiert es mal aus. Dreht sich der Kreisel besser mit einer großen Kreiselfläche oder eher mit einer kleinen? Dann mein zweiter Tipp ist, auch das Gewicht des Kreisels spielt eine wichtige Rolle. Um das Gewicht des Kreisels zu verändern, kann ich zum Beispiel Büroklammern draufklippen oder ich kann auch Münzen aufkleben, zum Beispiel mit dem Klebeband. Und dann ist es auch noch, dritter Tipp, nicht egal, wo man das Gewicht anbringt und wie man es verteilt. Und ich möchte gern, dass ihr das jetzt selber ausprobiert, wo muss das Gewicht hin, innen, außen, rundum und um, einzeln verteilt. Was ist besser? Funktionieren besser Büroklammern? Funktionieren besser Münzen? Und wie schaut es aus mit der Größe vom Kreisel? Und als letzter Tipp noch, wie schaut es aus mit der Position des Bleistiftes, also der Achse? Auch da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann sie ganz nahe am Boden haben oder irgendwo in der Mitte oder vielleicht sogar ganz, ganz weit oben. Und weit weg vom Boden. Bin schon sehr gespannt auf eure Lösungen.